Yo, willkommen zu Crunk MMA, los geht's! Gegard Mousasi ins Retirement? Das ist eine berechtigte Frage, die sich Moose selbst intensiv stellen sollte. Das ist wahrscheinlich seit der Niederlage gegen Fabian Edwards bei Bellator 296 auch macht, die er via Unanimous Decision verloren hat. Mousasi hat zum ersten Mal in seiner Karriere zwei Niederlagen in Folge kassiert. Bei einer Kampfbilanz von 60 professionellen Mixed Martial Arts Kämpfen insgesamt nur 9 Niederlagen. An sich nichts Schlimmes, aber dass die Niederlagen in Folge gekommen sind, lässt einfach vermuten, dass Mousasis Zeit vorbei sein könnte. Auszuschließen, dass er sich im Middleweight nochmal einen Namen macht, ist es zwar nicht, es ist nicht unmöglich, aber es ist auch nicht zwingend. Andererseits kann Mousasi bei Belieben die Gewichtsklasse einfach wechseln. Das regeln wir aufgrund der Beziehung zu Scott Coker absolut kein Problem. Und hier wird es Heavyweight interessant. Wendet sich Mousasi vom Middleweight ab, überlässt Johnny Eblen, Fabian Edwards und weiteren hier das Sagen, könnte in naher Zukunft Mousasi im Heavyweight erstmals gegen Stephen Mowry oder Valentin Moldavski antreten, daraufhin gegen Linton Vassell, der im Ranking auf Platz 1 ist, im Anschluss der Titelkampf gegen Ryan Bader und gewinnt Gegard Mousasi gegen einen Ryan Bader. Das wäre einfach eine große Nummer, ganz ehrlich. 1-2 erfolgreiche Titelverteidigung und daraufhin dann der endgültige Abschied. Die Überlegung in dieser Sache sollte Mousasi ernst nehmen und wirklich in Betracht ziehen. Schließlich hatte in der Vergangenheit im Super Heavyweight gute Erfolge, wie zum Beispiel gegen Mark Hunt, den er damals bei Super Grand Prix via Submission Armbar außer Gefecht gesetzt hat. Freunde, Mark Hunt, okay. Bleibt Mousasi allerdings im Middleweight, wird sein nächster Kampf gegen die 4 Dalton Roster stattfinden, um sich für einen erneuten Kampf um das Middleweight Gold zu qualifizieren. Yo, das war's mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, was auch immer ich mache.